Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder am Deich. Wir spielen die Butchern und ich habe mir jetzt mal gedacht, ich genieße ja ein kleines bisschen die Aussicht. Wir sind hier am Deich und ihr seht sogar da unten. Ja, da laufen sogar Spaziergänger hier unten, aber runter, glaube ich, kommen wir nicht. Nein, hier ist Ende, aber wir können hier auf jeden Fall den Deich runter und links und rechts hört ihr es ja, da sind schon die Schafe unterwegs, die wir auch früher oder später uns kaufen werden. Aber, ja, kaufen ist auch vielleicht wieder das Stichwort, weil es ist was Merkwürdiges passiert. Ich wollte eigentlich jetzt wieder raus auf die Wiese, weil es muss noch ein bisschen was gemäht werden. Und ich gehe in meine Halle und da ist kein Mähwerk mehr da. Also das Heckmähwerk war weg. Und ich denke mir, hä, wie kann denn das sein? Wir hatten doch alles gekauft und jetzt fahre ich wieder zum Händler und muss nochmal ein Mähwerk holen. Also nicht, dass er jetzt denkt, dass hier der Pfand oder hier schon der Gerichtsvollzieher bei mir auf dem Hof war und jetzt entsprechendes Material hier mitgenommen hat, was ordentlichen Wert darstellt. Nein, nein, nein. Ich habe den Verdacht, das liegt wohl am Update, weil es gab nämlich für dieses Pöttinger Nova von Austria Design, meines Wissens, gab es ein Update. Und das habe ich installiert. Ich verstehe es aber nicht, weil die Mod ist drin gewesen und trotzdem hat er hier tatsächlich war dann das Heckteil weg. Das ist ja dieses Pack hier, dieses mit diesen Gerätchen hier, NovaCut und wie die alle heißen. Und ich habe als Frontteil diesen Mod, das ist ein anderes Paket. Und das war interessanterweise noch da, während, wie gesagt, der Teil, ich weiß gar nicht mehr welchen, wir hatten den hier, den V, auf jeden Fall, den habe ich jetzt hier nochmal gekauft und jetzt sind nochmal 15.000 Euro weg. Und unser Kontostand senkt sich doch rapide. Also, wie gesagt, komische Sache. Ich vermute, es hat mit dem Update zu tun und jetzt mussten wir da nochmal ins Invest gehen. Ich bin auch mal gespannt, weil, lass mich kurz überlegen, auf der Galgenberg habe ich ja vergessen, den Mod zu aktivieren. Da haben wir noch keinen Pöttinger gekauft. Und auf der Neumini-Brunnen bin ich fast der Meinung, da wollten wir kaufen, haben wir noch nicht getan. Okay, werden wir sehen. Was wir aber auf jeden Fall auch brauchen, das habe ich schon das letzte Mal gesagt, es fehlt uns ja noch ein Gewicht. Aber ich denke jetzt gerade, nee, wir haben doch ein Gewicht, oder? Wir haben doch ein Glasgewicht. Nein, wir haben eins gekauft. Es ist da. Okay, wenn wir schon hier sind, gibt es sonst noch etwas, was wir dringend mitnehmen müssten? Eigentlich theoretisch ein Düngestreuer, oder? Lasst mich mal kurz überlegen. Was bräuchten wir noch? Oder eben schon mal das Milchfass. Aber ich glaube, so schnell werden wir gar keine Milch bekommen, damit wir was verkaufen. Und Düngestreuer bin ich mir auch gerade überlegen, ob das alles Sinn macht. Wenn wir ja im Prinzip noch nicht die Bodenwerte entgegengenommen haben. Wenn wir also noch gar nicht wissen, wie gut die Bodenwerte sind auf der Wiese, ich glaube, da müssen wir gar nicht so viel tun. Und mit einem Striegel oder ähnliches ist es ja, wenn wir Precision Farming drin haben, nicht so, dass wir, glaube ich, damit die Bodenwerte oder eine Düngestufe kriegen. Ja, lasst uns das noch überlegen. Ich glaube, wir werden hier nochmal ein Jährchen verbringen. Und jetzt nehmen wir erstmal hier das Heckschneidwerk mit, in der Hoffnung, dass es uns diesmal nicht wieder abhanden geht. Also ich fand es äußerst interessant. So, dann klappen wir das Ganze mal ein und dann geht's wieder zurück. Und dann wollen wir nämlich nochmal ein bisschen mähen. Die Wiese ist noch nicht ganz fertig. So, in der Zwischenzeit habe ich auch schon mal angefangen, hier mit einem Schiebeschild und Gewicht das Silo zu verdichten. Aber da passt auf jeden Fall noch ein bisschen was rein. Sollte wir dann das Silo, beziehungsweise ist da, wenn das Silo voll sein sollte, das Durchfahrsilo, haben wir ja den Vorteil mit dem Multifruchtsilo, dass wir auch da im Zweifel das Gras reinwerfen können und dann immer noch später verarbeiten. Ich möchte auf jeden Fall nur ein Durchfahrsilo erstmal voll machen, denn ich denke, wir kriegen eventuell noch einen zweiten Schnitt hin. Und dann möchte ich das auf jeden Fall dann ins zweite Silo werfen. Deswegen verteile ich das alles noch nicht. Wir haben jetzt knapp 92.000 Liter im Durchfahrsilo. Also genügend Material. Und das, da bin ich mal gespannt, wie lange wir brauchen. 2 Monate, 3 Monate, ich weiß es gar nicht. Ich arbeite ja meistens mit Ballen. Aber ich glaube, da sind es dann 2 Monate. Oder mit einem Fermentersilo, wo natürlich dann kontinuierlich
ja, die Silage produziert und herstellt. Ah, jetzt fällt es mir gerade ein, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Schaufel. Tja, hier stand er ursprünglich und dann war er nicht mehr da. So, dann nehmen wir das Teil hier mit. Okay. Und dann können wir auch hier raus. Und dann fahren wir mal hinten rum. Dann sehen wir das Ganze nämlich auch mal. Wie es nämlich auch von hinten aussieht. Also da haben wir ja noch diese Durchfahrhalle, diesen Tunnel. Ja, der ist so ein bisschen dafür gedacht, dass man da zum Beispiel dann den Mähdrescher oder solche entsprechende Fahrzeuge, wo man halt mit dem Rangieren nicht zurechtkommt, da reinstellt. Dann haben wir ja hier hinter uns noch eine Halle. Und was natürlich auch noch wichtig ist, das muss man auch wissen, wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, für die Kühe brauchen wir es eigentlich nicht. Wenn man hier lang fährt, kommt man zu einer Wasserentnahmestelle. Das seht ihr dann da unten. Da gibt es dann einen kleinen Teich, da kann man Wasser entnehmen. Also da hinten fährt man lang. Das kann ich euch ganz schnell zeigen hier auf der Karte hier. Da ist die Wasserentnahmestelle und deswegen hat der Weg hier auch absolut seine Berechtigung. So, auf geht's aufs Feld. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen Schnitt. So, dele. Und los geht's. Jo. Macht der da jetzt eine Schwarte? Ne, da macht er keine Schwarte. Okay. Ja, dann fahren wir hier noch einmal ums Karree und dann ist die Sache auch abgefrühstückt. Und dann schauen wir, dass wir das Ganze dann auch noch ins Silo bekommen. Und wie gesagt, wenn nicht, wenn es dann doch zu voll ist, dann packen wir das einfach in unser normales Multifrucht-Silo und lagern das Material ein. Boah, das macht echt ganz schön Krach hier, das Pöttinger-System. So. Wunderbar. Und dann werden wir mit dem John Deere und natürlich dem Schwader dann eine schöne Schwart machen. Das können wir aber dann den Helfer machen lassen. Und wir schauen, dass wir mit dem Glas dann das Material auf jeden Fall in den in das Silo bringen. So. Also, das sollte es gewesen sein. Okay. Dann einmal einpacken. Sehr schön. Dann wieder vom Feld runter. Und dann schauen wir, dass diesmal der Pöttinger hier nicht verschwindet. Sehr schön. Ja, schauen wir mal, was wir da reinmachen in die Halle. Auf jeden Fall kann man da auch größere Gerätschaften, mal später eine Saatmaschine oder den Wickler dann reinpacken. Ja, wir werden sehen. Im Moment ist, denke ich, kein Problem, mit unseren doch bescheidenen Mitteln hier entsprechende Stellen zum Abladen zu finden. Und die Hörmannhalle hier ist natürlich auch ganz, ganz groß. Da haben wir auch jede Menge Platz. So, dann packen wir das hierher. Okay. Ah, okay, der will das. Ja, okay. Ja, ist auch egal, können wir
Ja, jetzt überlege ich gerade, so geht's auch. Jo. So, wo ist denn unser Ballenwagen, beziehungsweise Ballenwagen, unser Ladewagen? Jo, dann hängen wir den mal dran. Und ich überlege jetzt wieder die ganze Zeit, wo ist das Gewicht? Ach, da vorne am Silo ist das Gewicht, okay. Stimmt, da hatten wir das Gewicht ja gekauft. Ja, wir können eigentlich gleich rausfahren. Und dann spaßeshalber gleich nochmal hier einmal durch Silo. Dann können wir nochmal ein bisschen verdichten. So, 93%. 95. 96. Sehr schön. Und ich denke, hier werden wir ein kleines bisschen noch malen. Ich denke, hier macht es Sinn, so einen kleinen Weg vielleicht hier raus zu malen. So. Ja, wenn wir natürlich die Bodenwerte hier von dieser Wiese haben wollen, das kostet uns dann auch gleich nochmal 7000. Und ich glaube, wir sollten jetzt wirklich ein bisschen sparsam sein und einfach mal schauen, wie wir hier durch den Winter, will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall erstmal schauen, wie wir hier weiterkommen und was wir hier dann für Kosten haben. Denn wir haben ja zum Beispiel den Silo King, den haben wir ja nur gemietet. Der kostet uns ja jetzt jeden Monat Geld. Okay. Dann springen wir mal erstmal rüber hier zum Johnny. Na. So. Schick, schick, schick. Genau, und dann können wir den nämlich dann auf jeden Fall losschicken, dass der erstmal ein bisschen Schwarz macht. Mit dem Krone-Schwader. Finde ich auch eine schicke Kombi eigentlich, muss man sagen. Und der zieht auch echt was weg hier mit den 100 PS. Das ist genau das richtige Teil hier für den Hof, beziehungsweise hier für die Wiesenarbeit. Hervorragend. Und ab die Post, zurück zu unserem Class Arion 630. Jo. Ja, die Tiere sind ja soweit versorgt. Wir haben ja auch mittlerweile für unsere Hühnermaterial besorgt, Getreide. Und die fangen jetzt dann auch an, langsam aber sicher irgendwann mal Eier zu produzieren. Und im Endeffekt werden wir auch gar nicht so viele Einnahmen haben, also hier direkt vom Hof. Das heißt, wir werden uns mit Sicherheit früher oder später auch um Aufträge kümmern müssen. Da können wir mal auch ganz schnell mal reinschauen, ne? Also was gibt es denn hier für entsprechende Aufträge? Gut, Ballenpressen können wir machen, das würde ein bisschen was bringen. So, auf Feld Nummer 2, wir können düngen und wir können auch hier mal ernten. Weizen, mit ein bisschen Glück fällt da noch was ab für unsere Hühner. Also da müssen wir dann schon ein bisschen schlau agieren. Hier düngen bringt uns jetzt in Anführungszeichen so ein bisschen wenig. Hier könnte natürlich sein, was machen wir? Ballen und bringen die Ballen zum Großhandel. Da könnte natürlich auch sein, dass vielleicht noch ein Ballen auch für uns abfällt. Auf jeden Fall müssen wir schauen, dass wir uns ein bisschen mit solchen Lohndienstleistungen über Wasser halten. Denn natürlich, der Hof wird jetzt am Anfang noch nicht allzu viel abwerfen. Okay, okay, okay. Achtung, Achtung. So, dann müssen wir mal schauen, wie wir den John Deere erstmal wieder übernehmen. Ach nee, der kann natürlich hier noch arbeiten. Sehr schön. Ja, wie gesagt, da müssen wir erstmal schauen, dass wir uns mit Lohndienstleistungen über Wasser halten, denn Kühe und Hühner werden erstmal hier keinen großen Ertrag bringen. Und da müssen wir dann schon ordentlich Tierchen haben, bis das was bringt.
Sobald wir dann in den Kreislauf kommen, natürlich mit der Milchproduktion und dass natürlich immer wieder Kälber dazukommen und wir die Alttiere dann abstoßen können. Ich meine, 10 Stück bei 1500 bringt uns dann auch ein bisschen was. Aber bis dahin ist es dann noch ein langer, langer Weg. Und von den Finanzen her, so, wir sind hier voll. Und von den Finanzen sieht es ja so aus, dass wir im Moment schon Schulden von 350.000 haben. Und ich bin gerade mal am Überlegen. Ich glaube, das Maximale sind 500, oder? Das heißt, wir können sowieso nur maximal nochmal 150.000 aufnehmen. Ja, also, das heißt, die nächsten Folgen mit Sicherheit ein bisschen Lohnarbeit, ein bisschen hier für die Kollegen, für die anderen hier zu arbeiten, ein Geld zu verdienen. Aber das ist ja auch nicht verkehrt, da lernen wir dann gleich mal wieder ein bisschen die Map kennen. So, wir stellen hier den Tempomaten erstmal runter auf 5 km/h. Ja, machen wir 6 km/h. 6. Sudele. Und dann hier schon mal abkippen. Ja, das klappt doch hervorragend. Und Schiebeschild haben wir. Das heißt, da können wir dann noch später das Material, was hier aus dem Bunker rausläuft, noch ein bisschen schieben. Okay, das hat gut geklappt. Ja, ich glaube 6 km/h ist genau richtig. 5 war nämlich ein bisschen zu langsam. So, dann machen wir gleich hier weiter. Und der Johnny, der steht, der dürfte also soweit fertig sein. Ja, ich bin fast am Überlegen, dass wir zuerst diesen Ernteauftrag machen und schauen, dass wir vielleicht ein bisschen Weizen hier abzwacken können. Das ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Wo ist denn das? Lass uns mal schauen. Das ist Feld Nummer 6. Wo ist denn Feld Nummer 6? Oh, Feld Nummer 6. Da, direkt beim Händler. Ja, das wäre natürlich nicht verkehrt, ne? Dann kriegen wir hier die, dann würden wir natürlich die Maschinen leihen und dann fahren wir hier einmal durchs Dorf und dann können wir hier Feld Nummer 6. Ja, ich denke, das ist eine Option. Das ist eine Option für die nächste Folge. So, dann nehmen wir doch mal hier das Britzel auf. Ja, der Klaas, das wird hier so unser Arbeitstier sein. Und mit dem Johnny, da können wir auf jeden Fall sehr schön hier die Grasarbeit machen, wenden und schwadern. Wobei man ja sagen muss, mit 100 PS wäre auch geprädestiniert für eine kleine Presse. Ja, da müssen wir auch mal schauen, wie sich das hier entwickelt, natürlich im Gebrauchtmarkt. Ne? Also im Moment haben wir ja nicht allzu viele Optionen gehabt. Deswegen haben wir gekauft, was da war, beziehungsweise neu gekauft. So, jetzt müssten wir doch hier gleich fertig sein mit der Wiese. Dann haben wir fast 120.000 im Silo, also im Durchfahrsilo. Und knapp 100.000 im normalen Multifruchtsilo. Also die Wiese ist schon so sehr, sehr ergiebig. Auf jeden Fall für die 10 Kühe, die wir haben, da bleibt einiges übrig. Aber wir wollen natürlich auch schauen, dass wir Silage herstellen, die wir dann eventuell im Winter verkaufen können. Auch das wird eben so eine kleine Einnahmequelle sein, die wir haben. So, ich glaube ein bisschen Gras müsste hier noch sein beim Johnny. So, dann bringen wir den erstmal hier aus dem Weg. Ja, 32 km/h. Und was ich aber ganz witzig finde, das ist eben hier vorne dieser kleine Deckel hier auf dem Auspuff. Ja, wie der so tanzt, das finde ich richtig poppig. So, Dele, wo packen wir den hin? Ja, jetzt stellen wir den einfach mal hier rein. Dafür ist sie ja eigentlich da. So. Wo ist denn jetzt das Gras? War da gar keins mehr? War das nur noch dieses bisschen?
Naja, das hat sich ja dann wirklich gelohnt. So. Sehr schön. Ja, würden wir jetzt nicht mit Precision Farming spielen, dann könnte man jetzt mit dem Striegel hier drüben und hätte dann gleich mal eine Wachstumsstufe bzw. eine Düngerstufe. Aber ich glaube, bei Precision bringt das gar nichts. Ansonsten könnt ihr das mal gerne in die Kommentare schreiben, ob da irgendwie, ja, was hier die Grasbearbeitung angeht, ob es da irgendwie ein interessantes Feature gibt. Weil Gras haben wir ja hier genügend. So. Ja. Ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, weil eigentlich ist er leer. Und trotzdem will er hier da hinten was auskippen. Hä? Da sind jetzt noch 2 Liter drin. Was ist denn das? Ah, hä? Merkwürdig. Ist das Ding irgendwie hier voll? Gibt es da eine Menge oder irgendwas? Naja, egal. So. Mal kurz schauen. Wo sind wir denn jetzt? Bei 76%. Okay, ich schnapp mir jetzt dann das Schiebeschild, werde mir dann noch hier die Walze schnappen. Und dann werden wir natürlich hier auf der schönen Butcher-Map butchern, hier auf jeden Fall hier im Projekt am Deich noch ein bisschen weitermachen und werden natürlich hier schauen, dass unser Silo abgedeckt wird. Und ich denke, in der nächsten Folge werden wir dann ein bisschen Lohnarbeit machen. Entweder hier nochmal diesen Ballenauftrag oder wir machen den Ernteauftrag. Ich sage recht schönen Dank fürs Zusehen und sage wie immer Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.